Servus Leute, willkommen zu einem Wizard 101 Video. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr ein kostenloses Haustier bekommt. Sprich jetzt nicht so ein Reittier, sondern ein richtiges Haustier, womit ihr auch zum Platz der Tiere kommen könnt und mit eurem Tier dann auch da Spiele spielen könnt. Und ja, dafür müsst ihr erstmal Level 7 sein, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich habe mir einen neuen Account angelegt und habe mich jetzt auf Level 7 umgespielt. So. Als nächstes, wenn ihr Level 7 habt, geht ihr zum Schuldirektor Ambrose. Fragt ihn einfach nach einem Quest. Ja. Und dann müsstet ihr einen Quest haben nach dem Tiergeräusche. Hier auch sehen. Gut. Wir müssen mit dem sprechen und unsere Belohnung sind 50 Goldmünzen, ein Haustier und 25 XP. So, als nächstes geht ihr dann raus. Jetzt muss ich kurz mir mal die Quest reintun. Ah, wo hab ich sie? Da. Jetzt müsst ihr einfach, wie gesagt, wieder zu dem Tor laufen. Jetzt müsste es bei euch auch offen sein. Ihr geht rein. Tja, jetzt seid ihr schon auf dem Platz der Tiere. Sprecht mit ihm. Bekommt ihr ein kleines Ferkel. Hier wurde in den Rucksack abgelegt. Jetzt müssen wir mal den Rucksack öffnen. Und die Haustiere. So, und jetzt dauert das erst 2 Minuten, bis es geschlüpft ist. Und da haue ich einmal kurz eine Timelapse rein. Bis gleich. Und das sind auch schon die letzten Sekunden. So, jetzt müsst ihr schlüpfen. Bekommt ihr auch eine Nachricht. Ein neues Haustier ist geschlüpft. Glückwunsch zur Geburt von Dame Rufus, kleines Ferkel. Könnt ihr dann auch ausrüsten. Und dann habt ihr euer Ferkel. Also, bei euch müssten die auch alle unterschiedlich heißen. Warum jetzt meins Dame Rufus heißt, keine Ahnung. Aber ihr könnt euch auch ein neues Haustier kaufen. Dafür geht ihr einfach hier in diesen Laden. Geht einfach dann zu Leon. Nein. Dann, der hier. Ihr geht dann zu Onno. Dann könnt ihr hier euch verschiedene Tiere kaufen. Zum Beispiel ein Einhorn oder ein Drache, Feuerkobold. Aber
zwischen dem Drache, das ist jetzt bei den günstigen der teuerste. Und ab da beginnt die extrem teuren, und zwar ein Feuerkobold bei 4000 und ein Zyklop auch bei 4000. Also sind etwas schon teuer hier unten, die letzten beiden. Aber um es euch einmal zu beweisen, hole ich mir die Feuerkatze, weil mir die bisher am meisten gefällt. Und ich nenne den einfach... Lord... Lord Bohne. So. Und jetzt könnt ihr wieder euer Inventar öffnen. Er muss auch erstmal wieder schlüpfen. Die ihr gekauft habt, sind bei knapp 5 Minuten. Und Rufus, also meine Rufus jetzt zum Beispiel, die dauern immer nur 2 Minuten bei der Quest. So, ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen, wie man ein kostenloses Haustier bekommt. Ich würde mich freuen, wenn du noch weitere Videos bei mir vorbeischaust. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao.